Sie haben nur noch die Chance, mit der politischen Argumentation und einer möglichst raffinierten Arbeitsteilung der Argumente, da finde ich, was die Frau Weiß gemacht hat, die Reisezeitargumentation, darauf baut ja die ganze Nutzenanalyse auf. Also die rechnen ja immer eingesparte Minuten in Time is money, Zeit ist Geld, das wird umgerechnet. So, jetzt kommt plötzlich raus, Quatsch, stimmt nicht, stimmt vorne und hinten nicht. So, das ist eine Argumentation, die finde ich politisch sehr wichtig, deswegen muss die hoch aufgehängt werden. Sie müssen sich klar sein, wir argumentieren da alle damit. Und dann haben Sie schon mal einen Punkt, wo Sie ja mindestens nochmal an der Bedarfsfrage und an der Sinnfrage einhaken. Da mag es dann immer noch irgendeinen Speditär geben. Ich erinnere mich an die Diskussion 2 Kilometer weiter vor, was weiß ich, 6 Wochen oder so. Simon. War der Herr Simon da zugange, der wurde allerdings ziemlich nachdenklich nachher. Wenn man eben einfach zeigt, Moment mal, es geht hier um eine Verbindung, wo immer argumentiert wird, die Nordseehäfen und also was Europäisches. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist einfach die, geht es denn nicht ein paar Nummern kleiner? Und da würde man ja aber dann akzeptieren, jawohl, eine Brücke ist nötig. So, da kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis, ja, hier ist ja eine Brücke. Hier sind ja im Prinzip in dem Bereich mehrere Brücken. Und dann kommt man plötzlich an die Stelle Ausbau. Haben wir da ein paar Steigungsstrecken und kommt an die Frage, wie viele Fahrzeuge am Tag brauchen eigentlich eine wie große Straße? Oder es spielen die 15.000 eine große Rolle. Ich habe 10 Jahre in einem Verkehrsministerium in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Bei mir hat jemand, der so eine Straße haben wollte, und da waren weniger als 24.000 Fahrzeuge drauf, die habe ich immer nach Hause geschickt. Weil das ist die kritische Grenze. 24.000 Fahrzeuge können Sie auf einer zweispurigen Straße noch ohne weiteres bewältigen. Erst dann kommt der Punkt, wo Sie eigentlich in die Vollen gehen müssen. So, hier fangen wir aber schon an, bei viel geringeren Belastungen darüber zu überlegen, ja jetzt so einen Riesenausbau zu machen. Von dem wir wissen, dass wir ihn sowieso nicht konsequent durchhalten werden. Also das ist die große Absurdität der Verkehrsplanung. Sie wissen, wie will ich Stau machen? Den Stau machen Sie am besten, wenn Sie ein Stück mal vierspurig, mal zweispurig, mal vier. Dann ist mit. Ja, so, das machen wir hier aber gerade. Das kann doch nicht wirklich der Sinn der Übung sein. So, also das sind so Sachen, wo man einhaken kann. Die nächste Sache, wo man meines Erachtens eben einhaken kann, ist, da muss man Zitate von Herrn Beck sammeln, wenn Herr Beck sich Gedanken über Umwelt und Klima macht. Und das, man muss Herrn Beck bombardieren mit Briefen, wo man sagt, ja Moment mal, wie passt das denn in dieses Szenario? Also ist ja auch wieder reines politisches Handeln. Briefe schreiben ist lästig, aber es hinterlässt auf die Dauer Wirkung. Und wenn dann der Brief auch in der Zeitung steht und dann nochmal wieder sich das multipliziert, das wäre diese Stoßrichtung. Jetzt gibt es eine andere Stoßrichtung, da kriege ich jetzt Prügel, das könnte dann dazu führen, dass wir doch eine Brücke brauchen. Das ist die Stoßrichtung, wo man sagt, ja Moment mal, hier wird ja im Wesentlichen mit Güterverkehr argumentiert, also das Militärargument ist weg, aber die Häfen und Richtung Süddeutschland und Italien ist die Hauptargumentation im Güterverkehr. Jetzt predigen Herr Beck und alle seit Ewigkeiten sonntags, Güter gehören auf die Schiene. So. Und jetzt darf, sonntags gehören die auf die Schiene. So, jetzt darf man sich einfach fragen, hat irgendjemand bei diesem Projekt auch nur ansatzweise über den Schienenverkehr nachgedacht? Nein. Wir brauchen eine Entlastungstrasse für den Güterverkehr auf der Schiene aus dem Mittelrheintal. Was wird das? Das wird eine Schienenverbindung zwischen Eifel und Hunsrück und Süddeutschland. Die haben wir im Moment. Aber wenn man überhaupt an eine Brücke denkt und denkt dann die Brücke ohne Schiene, dann passt das überhaupt nicht mehr in die Zeit. Also wäre das der letzte Notnagel. Man schickt politisch die Planer wieder nach Hause und sagt, denkt mal neu nach, liebe Planer, und kommt dann mal wieder, wenn ihr auch die Schiene in eure Planung integriert habt. Dann ist das bei 10 Jahren Stillstand, dann passiert hier gar nichts. Und dann kann man immer noch überlegen, also das kennt man aus Gulei, wo eine Schienenbrücke über die Mosel geht oder so,
Schienenbrücken müssen ja nicht so brutal aussehen, wie das, was uns als Hochmoselübergang hier präsentiert wird. Das würde ein bisschen mehr Sinn machen, und da müssten Sie sich dann überlegen, wie Sie sich dazu stellen würden. Jedenfalls sähe das alles ganz anders aus, wie es jetzt aussieht. Und ob dann das hier der richtige Standort dafür ist, das ist dann eine ganz andere Frage. Sie können natürlich die Leute pieksen. Lassen Sie doch von irgendeinem Künstler hier ein Denkmal für einen Hering hier bauen. Also jetzt einfach mal, irgendein Töpfer wird es geben, der eine Idee hat, der eine Skulptur macht. Sie laden einen Hering und das Fernsehen ein und Sie weihen jetzt ein Denkmal ein mit dem Brett vom Kopf. Also einfach, Sie müssen viel Humor da reinbringen. Und dann kriegt das ein Glas Wein davor, weil es geht ja auch um den Wein hier. Also solche Sachen müssen. Jetzt habe ich genug geredet, jetzt stellen Sie wieder Fragen. Wie man Herrn Beckner beim Wort nehmen muss. Also deswegen denke ich, der Herr Hering ist festgelegt. Unser lieber Ministerpräsident hat ein bisschen das Muffensausen, wie die Großwetterlage sich überhaupt so, und er hat ein paar ziemlich blöde Kröten an der Hacke, ein bisschen weiter nördlich seinen Nürburgring, und dann hat er da mit dem Hahn noch was an der Hacke. Also ich denke, dass man den Ministerpräsidenten da wirklich mit vielen Briefen in die Mangel nehmen muss, ein bisschen mehr. Und das darf nicht immer Sie sein. Also da müssen Sie gewissermaßen und möglichst nicht nur die Grünen, sondern ein Brief, hier ist sicher irgendjemand von der CDU und jemand von der SPD und so. Also da braucht ihr ein breites Bündnis für. Ja, dann sucht euch die anderen. Weinhändler wird auch von der CDU dabei sein. Schlagen Sie vor, dass der Brückenpark wirklich eröffnet wird. Brückenpark muss das heißen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen einen Schleusenpark und so gibt es, wo die Brücken als Bauwerke in ihrer Verschiedenartigkeit mit Tafeln, was der Ingenieur sich hier und da gedacht hat, ausgestellt wird. Dann haben Sie das Museum Brückenpark Wittlich. Und gibt es denn welche, die schon so weit fortgeschritten waren, wie das hiesige und die nachher noch von... Ja, natürlich. Ich habe sogar Autobahnen beseitigt. Mein schönstes Projekt war der Rückbau einer Stadtautobahn. In Köln, in Chorweiler. Das geht. War die älter oder war die so neu wie die hier? Ja, die war ein bisschen älter, aber auch gerade. Also die war 4 Jahre fertig, dann haben wir sie wieder weggeräumt. Ja? Und es waren die gleichen Argumente, demografischer Wandel und völlige Fehlplanung. Also natürlich, Beton ist zwar scheinbar sehr hart, aber man kann ihn trotzdem wieder wegräumen. Auch das könnte ein Denkmal werden. Das ist genau etwas, was Sie für Titelthesen, Temperamente, viele werden das kennen, ist zwar etwas später, aber ist eine WDR-Sendung, wo Kultur, also Sie sind ja gerade dabei, Kultur zu erfinden. Was kann man alles aus Beton machen? Da müssen Sie erstens mal ins Internet gehen, die deutsche Betonindustrie hat selber mal eine Broschüre gemacht, kreativer Umgang mit Beton. Nehmen Sie sich die und dann sagen Sie, wir haben ein bisschen weitergedacht. Und jetzt haben wir die Dinger und jetzt machen wir da was draus. Nebenbei, wilder Wein wächst da auch sehr schön hoch. Man kann dann auch ganz schnell wieder gewissermaßen etwas wunderbar. Und dann nach titeltäischem Temperament. Wenn man, da finde ich Ihre Zahlen ganz interessant, wenn man in wirklich planungsmaßgeblichen Basisfaktoren schlimme Fehler findet, die haben sich total verrechnet, dann würde das möglicherweise einen Angriffspunkt geben. Vieles davon, was wir jetzt diskutieren, sind auslegende Sachen. Also da gibt es den üblichen Gelehrtenstreit, der eine sagt Ü, der andere sagt Gott, wo das nicht so eindeutig himmelschreiender Unsinn ist. So, und nur, und da finde ich, ist diese Argumentation mit den Reisezeiten, die geht ja in die Berechnung des Nutzens maßgeblich ein. Es geht in die Richtung. Aber ich finde, das, was ich gelesen habe, das hat mich nochmal sehr nachdenklich gemacht, weil diese Nutzenargumentation so zentral auf Annahmen über die Verteilung der Verkehrsströme basiert, die Frau Reiß erstmal sehr in Frage gestellt hat. Für das Verhindern brauchen Sie etwas, was sehr handfest ist, sehr massiv ist und die Planung in den Grundfesten erschüttert. Da geht es ja um Details. Und alle Fragen über diese Details, die müssen Sie im Kleinkrieg mit denen, die das Bauvorhaben vorbereitet haben, planerisch,
Das müssen Sie mit denen ausfinden.